ein bisschen herumexperimentieren, kommt man hier sehr weit. Und vor allem hier sind die Sprungpassagen nicht so schwer. Denn das wird wirklich das einzige Jump'n'Run bleiben. Also das einzige Plattformer-Game bleiben. Auf diesem Kanal, denn ich bin darin nicht gut. Alle Achtung! Für so eine kleine Knospe bist du ganz schön gerissen. Und du wirst sehen, wenn du erst einmal dieses zweite Fragment absorbiert hast, wirst du noch pfiffiger sein. Errungenschaft freigeschaltet, Fresko des Herbstes. Das Spiel ist wirklich sehr schön, muss ich sagen. Mir gefällt auch der Grafikstil sehr. Ist mal ein bisschen was anderes. Es ist nicht so aufpoliert, nicht so aufgebohrt. Es ist sehr schön handgezeichnet. Also es wirkt so. Wir sind zurück im Heiligtum. Oh. Und schon wieder diese Wurzeln. Das ist, glaube ich, nicht gut, dass wir die Fragmente einsammeln. Ich habe da irgendwie so meine Zweifel daran, dass wir hier das Richtige tun. Und das Gefühl, dass wir benutzt werden von der Stimme, weil die sagt ja. Oder sagte ja auch, sie hätte gerne selber einen Körper und sie beneidet uns. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht nicht vorhat, uns die Fähigkeiten nachher alle zu stehlen und sich selber damit zu bemächtigen, um dann einen eigenen Körper erschaffen zu können. Aber andererseits vermutet man ja bei sowas immer gleich das Schlechteste im Gegenüber. Und dass der was ganz Furchtbares vorhat und dann ist dem am Ende gar nicht so. Aber wir sind einfach nur viel zu misstrauisch. Die Farben, die Gerüche. Das ist wirklich meine liebste Jahreszeit. Wir könnten diesen Moment genießen, wenn dein Fuchs nur Ruhe geben würde. Es gefällt ihm sicher nicht, dass wir ihn derart benutzen, aber wir haben kein anderes Tier zur Hand. Wir haben erst die Hälfte hinter uns. Er wird uns also noch ein wenig länger aushalten müssen. Vielleicht solltest du versuchen, ihn zu beruhigen. Wie soll ich das anstellen? Aber so mich seiner wieder erneut zu bemächtigen? Dich mag er wenigstens. Das ist ja schon mal was. Ich hatte es dir ja versprochen, kleine Knospe. Nun, wo du zwei Jahreszeiten absorbiert hast, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Jede Jahreszeit ist einzigartig und verwandelt die Elemente, die dich umgeben. Zögere nicht, die Macht der Jahreszeiten zu nutzen. Und zwar wo du willst und so oft du willst. Also, kleine Knospe, welche Region wirst du jetzt erkunden? Du hast die Qual der Wahl. Aber wenn ich dir einen Vorschlag machen dürfte, du kannst die Macht der Jahreszeiten nutzen, um Zugang zu dieser Höhle zu erhalten. Aber ich zwinge dich zu nichts. Mach, was du willst. Macht der Jahreszeiten. Jetzt dürfen wir uns das aussuchen, was wir möchten. Jetzt können wir zum Beispiel Eis machen. Und jetzt machen wir mal Herbst. Und im Herbst sind ja Pilze dann in Anführungszeichen blühen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das bei Pilzen? Denn das ist ja nur der Fruchtkörper, was man da sieht.
der eigentliche Pilz blüht ja nicht. Warte mal, ja, hörst du das auch? Das klingt wie Insekten, oder? Ha, du wirst dir bestimmt keine finden und auch keine anderen Tiere. Nein, in Wahrheit sind es die Pflanzen, die diesen Lärm machen. Okay, die Pflanzen machen diesen Krach. Wir gehen also mal hier unten lang. Flump. Und da geht unser toller Pilz auf. Und ich springe grandios daneben. Aber wir haben jetzt ein neues Areal und wir haben ja erst 2 Elemente von 4. Das heißt, die anderen müssen irgendwo in den Arealen sein, die wir jetzt erst bekommen. Oh, hier kann ich Eis machen. Dann kann ich da hochspringen. Aber es ist schön, dass der Fuchs schwimmt und nicht ertrinkt. Gut gemacht, kleine Knospe. Du hast verstanden, wie du dir die Macht der Jahreszeiten zunutze machen kannst. Das trifft sich gut. Der dritte Hüter befindet sich hinter dieser Höhle. Los, kleine Knospe, geh. Verlier keine Zeit. Das dachte ich mir schon. Ich kann aber hier lang. Hier ist hier irgendwas? Achso, dass ich, wenn ich hier Eis mache, jetzt da runterkomme. Ich meine, ich probiere hier jetzt einfach mal wild alles aus, ne? Auch wenn ich nicht so ganz dem Pfad folge, den sie jetzt vielleicht hier gerne hätte. Okay, hier komme ich schon mal nicht lang, weil hier irgendwas noch nicht ist, was ich brauche. Aber das Soundtrack ist auch sehr schön. Ne? Was passiert? Wo rennst du hin? Was passiert mit dir im Wasser? Im Wasser passiert das mit dir. Okay. Das heißt, wenn ich dich übers Eis schicke, dürftest du ja nicht ertrinken. Aber wo läufst du hin? Also, was bringt mir das, dass ich dich hier mitnehme? Was tust du für mich? Jetzt ist es hier. Und nu? Naja, geh mal wieder zurück. Ich werde dich schon noch für irgendwas brauchen. Brauche ich dich vielleicht für das da? Also machen wir wieder das hier. Ich krieg keins mehr von dir. Jetzt lebst du aber wieder. Ah, jetzt. Ich glaube, ich muss das erst eliminieren, bevor ich ein neues holen darf. Okay, wir versuchen das anders. Ich versuche das da mal nach rechts zu schieben. Okay, geh mal da lang. Ha! Okay. Oh, er fährt mich wie ein Fahrstuhl hoch. Das ist schön. Das erfreut mein Fuchsherz doch sehr. Okay. Okay, okay. Da oben ist was, aber da. Wie komme ich da hin? Winter gemacht. Ah. So komm ich dahin. Ups. Ich kann im Wasser nicht springen. Das heißt, ich sollte nach Möglichkeit einfach nicht runterfallen.
Das wäre sehr von Vorteil. Es ist gar nicht so einfach, das immer richtig abzupassen. Okay, jetzt bin ich hier. Hier brauche ich den Winter. Okay, ja. Wenn ich dich ins Wasser schmeiße, wirst du groß, aber was bringt mir das, wenn ich dich ins Wasser werfe? Ich weiß es noch nicht. Es wird groß, wenn ich ihn ins Wasser werfe. Okay. Das passiert, wenn ich ihn ins Wasser werfe. Man entdeckt immer wieder neue Sachen, das ist sehr schön. Okay, das ist zu weit. Ich komme aber zumindest dahin. Ups. Ja, da bin ich wohl nicht gesprungen. Okay, gehen wir einfach nochmal zurück. Es ist ja wohl schaffbar hier. Auch für so einen Steuerungslegastheniker wie mich. Ich darf einfach nur nicht so. Ups, nicht so zögerlich sein, wollte ich gerade sagen. So viel dazu, da war ich schon wieder zu zögerlich. Okay, das kann nur noch da hinten. Wir sprengen uns immer tiefer nach unten, ne? Ja, wo führt das nochmal hin? Ups. Jetzt sind wir ganz unten. Bist du dir sicher, dass du in die richtige Richtung gehst? Nein, aber das habe ich nie behauptet. Sie will nicht, dass wir hier sind. Okay. Aber ist mir egal. Ich laufe jetzt entlang, wie ich fröhlich bin. So geht das hier. Sie will eigentlich, dass ich da lang gehe, ne? Na, schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Der Graben, der sich dort unten befindet, ist sehr viel breiter, als es den Anschein hat. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Fuchs weit genug springen kann, um ihn zu überqueren. Okay. Aha. Also ich hab dich, du musst also schon mal in die Richtung laufen. Ah. Okay. Gut. Geh bitte in die Richtung. Wenn's Eis ist, dann stirbst du nicht. Und dann wechseln wir wieder. So, und jetzt werde ich wieder nach hier oben gefahrstuhlt. Hoffentlich. Okay, nach links oder nach rechts? Ich glaube, ich muss hier lang. Es hat gerade so gereicht. Aha, du lässt dich nicht so leicht entmutigen, wie ich sehe. Du hast recht. Wenn man ein Problem nicht mit seinen Pfoten lösen kann, muss man es mit dem Köpfchen tun.
Das ist richtig. Weil ich nicht sehe, wo ich hier lang gehe, bin ich immer so vorsichtig. Okay, hier ist ein Insekt. Aber mit dem. Ich wollte gerade sagen, mit dem kann ich auch nichts machen. Anscheinend kann ich aber doch was mit dem machen. Hier muss aber trotzdem wieder auf den Winter, sonst komme ich hier nämlich nicht mal raus. Was macht das Insekt? Außer mir hinterherlaufen. Okay. Glühwürmchen. Das heißt, dass du nicht mehr weit vom Ausgang entfernt bist. Aha, ich bin Allerdings nicht müssen mehr sie dich weit vom erst Ausgang vorbeilassen. entfernt. Ich muss aber noch ein weiteres finden, ne? Ups, wo bin ich denn hier? Ahaha. Okay, das ist wohl mein Hinweis. Joa. Kriege ich euch dahin? Aha. Das zweite dahin und das dritte hier hin. Dann geht zumindest mal rechts auf. Also sollte zumindest mal rechts aufgehen. Aber ihr kommt mir weiter hinterher, das ist schön. Hier kann ich euch nicht. Oder das nicht rauf machen, das heißt. Aha. Dann machen wir das jetzt andersrum. Eins. Zwei. Drei. Ups. Drei. Hä? Hä? Nein, 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 nein. Nein, 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 das wollte ich nicht. Ja, gut. Da war ich wohl etwas zu schnell. Seid ihr zu weit auseinander oder wieso? Okay, ist das jetzt so okay? Nummer 1, geh da rein. Ich glaube, ich habe versehentlich die Verbindung getrennt. Okay, und jetzt kommt 3 bitte hier hin. So. Jetzt geht bitte links das Tor auf. Dann mache ich mal den Winter an, weil ich nicht weiß, ob hier gleich Wasser kommt. Hä? Ich hab's irgendwie geahnt. Okay, ich hab dich, aber brauche ich dich? Im Moment bräuchte ich nicht. Ich muss ja erstmal hier rüber, ne? Hier die 3. Ah. Jetzt geht das schon wieder los. Okay, das muss ich jedes Mal neu machen. Das ist ein bisschen unnötig. Jetzt ist links das Tor wieder zu. Aber ich habe ja den Pilz. Jetzt kann ich aber rechts wieder durch. Und hier brauche ich ja keinen, um darauf zu kommen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir den Hüter finden. Ob wir jetzt da sind oder ob wir noch eine Weile laufen müssen. Wasserfall. Wir müssen noch eine Weile laufen. Versuchen mal nicht abzustürzen.
wäre ein Pilz. Den brauche ich jetzt auch.